Reicht das bis dorthin? Ich hoffe. Hier können wir jetzt mal eine Brücke drüber bauen. Gut, passt. So, der fortschrittliche Holzrahmen. Der geht dann... Oh, das passt wieder nicht, weil diese blöde Pfosten da wieder im Weg ist. Oh. Also doch wieder ein Tunnel. Das Glas jetzt hier an, oder nicht, dass wir irgendwas falsch gemacht haben. An irgendeiner Stelle. Ah doch, genau, da kommt es jetzt an. Und 11 Radios haben wir schon gebaut. So, und dann kommt jetzt hier die Elektronikmontage hin. Jetzt ein Computer, nee, Quatsch, ein Fernseher war das, sorry, ein Fernseher. Ich will jetzt eigentlich einen Fernseher haben, damit wir dann den Computer erforschen können. So, das macht einfach direkt hier rüber. Ganz einfach und unkompliziert. Und dann gibt es hier ein Lager für... den Fernseher. Das baue ich mal lieber so hier. So, das nochmal umdrehen hier. Zack. So, dann kommen in die Glasscheiben. Drück mal ein bisschen aufs Gas hier. Da. Da kommen sie an. Und das ist dann wirklich die allerletzte Erforschung, die wir haben. Was brauchen die? 150 Tage, 7 Millionen, 3.300 Dinger hier. Ja, das kann einen Moment dauern, aber ich will trotzdem sehen, wie jetzt hier erstmal dieser fortschrittliche Rahmen rauskommt. Dummes gemacht. Das ist natürlich Bullshit. Das ist natürlich Schwachsinn. Da muss doch überhaupt erstmal ein Rahmen hin. Das heißt, ich muss im Grunde genommen... Jetzt war ich so ein bisschen zu euphorisch fast schon gewesen. Jetzt sind wir hier so kurz vorm... vorm Finish war hier. Hier musste gerade erstmal ein normaler Rahmen produziert werden. Dann wird er einfach bloß veredelt. Ich hätte den gern hier unten.
dann, wie komme ich da jetzt mit? Ja, das wird gleich auch noch kurz wieder gespeichert. Ja, man sieht man so ein bisschen dunkel im... Oh komm, Tüll, lass doch mal noch... Ah, warte mal, ich kann das doch auch einfach, kann das da ohne diese komische S-Kurve bauen. So, der normale Rahmen. Zack, zack. Und dann kann ich nämlich einfach hier... Oh, was will er das heute mit ankeddeln? Das ist doch auch einfach nur... Ja, irgendwie so hier. Achso, jetzt geht das dort nicht weiter. Kann man das näher irgendwie schöner machen? Du sollst das dort nie... Jetzt. So, jetzt kommt aber gleich hier ein Dingsrahmen raus, hoffentlich. Eine Glasscheibe und ein Holzrahmen. Ja, habe ich doch hier. Was ist das Problem? Geht das nicht so, wenn das so versetzt ist? Finde ich zwar irgendwie dumm, aber gut, man kann das auch dann, ja, will mehr Kohle, ist doch vollkommen Rille jetzt hier. So, Schreinerei. So, man kann das eigentlich auch gleich so machen. So hier, so. Zack. Das macht dann halt hier... die Kurve. Ist das jetzt so besser, oder? Oh komm, was ist denn dein scheiß Problem jetzt hier? Ach, weil dort eine Glasscheibe... Hä? Weil dort eine Glasscheibe... Ach so, Wie kriegt man das jetzt hin? Achso, gab es so einen Button, Förderband leeren, glaube ich, ne? Oder gab es das hier? Also reiße ich das nochmal weg. Oh... Latente Aggression macht sich hier breit. Jetzt müsste es aber gehen. Ja, sehr gut. Na, warte mal, ich könnte das ja auch... so hier machen. Oh, jetzt fährt das wieder zurück. Das will ich doch gar nicht. Mensch, klick das an. So, jetzt kommt der spannende Moment, wo dann gleich der Fernseher rauskommt. Achtung, wir sind mittendrin. Gleich passiert's. Da ist er. Der erste Fernseher. Ist zwar kein 4K oder Full HD, sondern ist eine olle Röhre, aber der Fernseher ist endlich am Start. Ja.
Das sieht auch ein bisschen komisch aus hier mit der Schleife, aber wie sagt man so schön, es ist nicht blöd, wenn es funktioniert. Tja, und jetzt können wir eigentlich auf den Computer forschen. Mach das einfach mal. Das ist das große Finale, aber es wird ein bisschen dauern, bis es fertig ist. Das werden wir wahrscheinlich in der Aufnahme hier nicht mehr erleben, aber ich starte es einfach schon mal. Und das ist dann das große Finale. Na gut, ich kann nächstes Mal einen Tag mal antickern, dass der mal schon einen Tag gemacht hat von 150. Hier laufen jetzt die Glotzen rein. Was braucht er für Fernseher? 22. Jetzt geht es wenigstens auch mit dem Zeug hier weiter. Dass die Züge nicht mehr hängen bleiben. Gut, ob man jetzt die Fernsehproduktion irgendwie noch mehr erhöht. Da müsste man die Rahmenproduktion erhöhen. Das wäre aber, glaube ich, alles kein Problem. Aber ich denke, da machen wir dann einfach... So, ein Tag ist gleich durch. Der erste Tag von 150. Und dann würde ich sagen... War es das erstmal von Voxel Tycoon und machen wir die nächste Aufnahme, so einen kleinen Abschluss, wo es dann, ja, keine Ahnung, beendet wird vielleicht. Und ja, wie gesagt, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir dann nach dieser Staffel direkt eine neue dritte Staffel starten sollen, allerdings dann mit der Steam-Version, wo es dann auch Personenverkehr gibt und da kann man ja dann auch ein bisschen länger spielen als nur der... als nur an der Computerforschung dann das zu beenden. Ja. Das war es dann soweit von Voxel Tycoon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Kostenlos natürlich. Oder was ist denn jetzt los hier? Entschuldigung. Oder ein Daumen nach oben oder ein Kommentar oder weiß ich. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme zum, ja, ich würde einfach fast schon sagen, großen Finale hier der zweiten Staffel. Macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss.